Der Truppenabzug der US-Streitkräfte aus Deutschland sorgt für Irritationen mindestens sowohl in Deutschland als auch in den USA. Dort sind es nicht nur demokratische Politiker, die den Schritt von Donald Trump für falsch halten. Hierzulande hat sich der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt Michael Roth enttäuscht gezeigt, sieht die Entscheidung der USA aber durchaus auch als Chance zur Stärkung der europäischen Solidarität. Abzug aus Deutschland. Für rund 12.000 US-Soldaten soll Schluss sein. Ein schwerer Schlag für Deutschland, vor allem für Orte wie Spangdahlem in der Eifelregion. Auf der dortigen Airbase arbeiten fast 11.000 Menschen. Im Ort leben Amerikaner und Deutsche seit Jahrzehnten Tür an Tür in enger Freundschaft. Weiterhin ist es ein deutlicher Aspekt für die hiesige Wirtschaft mit über 850 Arbeitsplätzen direkt auf der Base. Und noch viele weitere tausende Arbeitsplätze sind in Gefahr. Denn vom Abzug betroffen sind nicht nur Spangdahlem, sondern auch das europäische US-Kommando EUCOM in Stuttgart sowie Teile der Airbases in Vielsäck, Grafenwöhr und Wildflecken in Bayern. Der US-Präsident begründet seinen geplanten Abzug mit den aus seiner Sicht weiterhin zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands. Ziel der NATO-Partner sind 2% ihres jeweiligen Bruttoinlandsprodukts bis 2024. Deutschland hat sich inzwischen angenähert, liegt mit knapp 1,4%, aber immer noch deutlich unter dem Ziel. Deutschland ist überfällig. Deutschland hat seine NATO-Beiträge nicht gezahlt. Sie sind hinterher mit ihren Zahlungen schon seit Jahren. Und sie haben keine Absicht, diese Zahlungen zu leisten. Deutschland schuldet der NATO Milliarden und Abermilliarden von Dollar. Warum sollten wir unsere Truppen dort behalten? Doch ist der Truppenabzug wirklich eine Bestrafung für die zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands? Bayerns Ministerpräsident bezweifelt das. Es gibt keinen militärischen Grund für den Abzug. Sogar in Länder wird noch verlegt, die deutlich weniger Anteil am Bruttosozialprodukt ausgeben für Militär als die Bundesrepublik. Denn rund 5.600 Soldaten sollen in andere NATO-Länder verlegt werden. Die Kommandozentrale der US-Streitkräfte etwa zieht von Stuttgart nach Belgien. Rund 6.400 Soldaten sollen in die USA zurückgeholt werden. Für Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, ist es Zeit, dass Europa seine Rolle in der Welt stärkt, auf eigenen Füßen steht. Aber wir sollten jetzt nicht jammern und in Wehklagen verfallen, sondern den Schritt der USA als Weckruf und Chance zur Stärkung unserer europäischen Souveränität begreifen. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Im US-Kongress hat sich sowohl bei den Demokraten als auch bei Trumps Republikanern Widerstand formiert. Daniela Will, die ist in Spangdahlem. Was sagen denn, Daniela, die Menschen im Ort zu den Plänen der Amerikaner? Ja, die Menschen im Ort, die Menschen in der Region, die sind überrascht worden davon. Die sind auch enttäuscht. Man muss sich vorstellen, die Amerikaner, die sind seit rund 70 Jahren hier. Das heißt, da sind wirklich eingefleischte deutsch-amerikanische Freundschaften entstanden. Und es sind ja rund 4.000 Soldaten hier auf der Airbase. Die betreuen also diese 20 F-16-Kampfjets, die es hier eben auch gibt. Die Mechaniker dazu, das Unterstützungspersonal. Und dann gehören natürlich eben zu den Soldaten auch die Angehörigen, sodass es rund 11.000 Menschen sind, hier, die mit einem Schlag dann aus dieser Region verschwinden würden. Und das macht natürlich vielen Sorgen und das überrascht viele auch deswegen, weil man sagt, hier gerade in diesem Standort wurden in den letzten Jahren Millionen von US-Dollar investiert, zum Beispiel in den Bau einer neuen Zahnklinik, zum Beispiel in den Bau einer neuen Schule mit Footballfeld. Und das waren eigentlich eher Signale gewesen für den Erhalt dieses Standortes. Deswegen hofft man natürlich, dass da jetzt auch das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Denn Fakt ist auch, die Anwesenheit der Soldaten, das stellt für die Region eine Art Wirtschaftsfaktor dar. Ja, und zwar ein ganz enormer Wirtschaftsfaktor. Wir haben es gerade schon im Beitrag anklingen hören. Rund 850 deutsche Zivilisten, die arbeiten hier auf der Base. Also mit dem Truppenabzug wären eben auch deren Arbeitsplätze in Gefahr. Aber die Soldaten, die bewegen sich ja nicht nur auf der Base. Die wohnen hier nicht nur auf diesem Stützpunkt, sondern die wohnen teilweise auch in Mietswohnungen außerhalb in der Region. Da machen sich natürlich die Vermieter jetzt auch Sorgen. Die gehen essen, die gehen einkaufen. Ja, gerade in den Restaurants hat man gehört, dass die Amerikaner eigentlich auch immer ganz gut Trinkgeld gegeben hätten. Da macht man sich jetzt Sorge, dass es da zu Einbußen kommt. Und einige Händler, die haben sich eben auch ganz speziell auf die US-Mitbürger hier eingestellt. Zum Beispiel Autohändler, die eben spezielle Wagen mit amerikanischer Standardausstattung anbieten. Da wird eben nicht die KMH-Anzeige, sondern dann doch eher die Meilen-Anzeige gefragt. Lederausstattung ist Standard, weil das eben auch in den USA Standard ist. Also insofern macht man sich da wirklich auch um die Wirtschaft in der Region Sorgen. Es gibt zum Beispiel einen Vorschlag vom Bürgermeister aus Landstuhl, wo man ja ebenfalls Sorge hatte, dass diese Base möglicherweise in Gefahr ist. Der hat gesagt, nun, wenn die Truppen abgezogen werden, dann
dann wäre es doch eigentlich auch sinnvoll, dass die USA einen Teil ihrer Liegenschaften auch zurückgeben, dass man diese Region, dass man diese Gebiete eben auch anders wirtschaftlich nutzen kann, um diese Ausfälle wieder zu kompensieren. Fraglich ist, ob das möglicherweise hier auch für Spang Dahlem ein Vorschlag ist. In jedem Fall ist man hier überrumpelt worden, ist man natürlich enttäuscht über diese Entscheidung. Daniela, recht vielen Dank. Vertiefen wir das Thema. Julius van der Laar, Analyst der US-Politik, mir zugeschaltet. Donald Trump selbst, der amerikanische Präsident, sagte, weil die Deutschen säumig sind und nicht genug fürs Militär ausgeben, wäre das quasi eine Reaktion darauf. Was steckt aber wirklich dahinter? Oder ist es tatsächlich das Argument? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Aspekte, die da natürlich mit reinspielen. Das eine ist, es sind noch genau 96 Tage bis zu den US-Wahlen. Und natürlich ist es einmal mehr ein Aufhänger für Donald Trump zu sagen, es geht um America first. Es geht darum, die amerikanischen Interessen zuerst hinzustellen. Und vor allem eben auch zu sagen, die Deutschen werden ihrem NATO-Ziel von nämlich 2% des Bruttoinlandsprodukts nicht gerecht. Deshalb bestraft er sie. Das ist das eine. Das andere, und das ist das, was mir natürlich auch ein bisschen untergeht in der Berichterstattung, ist, dass natürlich Donald Trump nicht der Erste ist, der sagt, Truppen sollen aus Deutschland, aus Europa abgezogen werden. Das begann schon unter Barack Obama, dem ehemaligen US-Präsidenten, der auch schon Truppen abgezogen hat und der auch gesagt hat, dass natürlich der militärische Fokus auch in Zukunft natürlich auf Asien liegt und eben nicht auf Europa. Trotzdem der Gegenwind enorm, nicht nur von den Demokraten, sondern auch von den Republikanern. Richtig. Könnte es da möglicherweise ein Zurückgeben oder ein Stopp der Pläne? Ja, ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen, dass morgen hier ein massiver Truppenabzug stattfinden wird. Der Präsident prescht dann natürlich erstmal vor. Aber auch in den USA gibt es die Gewaltenteilung. Auch dort muss erstmal der Kongress den Haushalt beschließen. Und sowas kostet ja einfach auch massiv Geld. Mark Esper, der Verteidigungsminister, hat gesagt, dass es mehrere Milliarden Dollar kosten würde. Ja, diese Pläne sind auch noch in Frage gestellt, ob die überhaupt stattfinden können und vor allem, wie sie aussehen könnten. Und selbst republikanische Senatoren, wie zum Beispiel Mitt Romney, aber auch ein wirklich starker Trump-Unterstützer in Lindsey Graham, dem Senator aus South Carolina, die haben alle gesagt, Moment mal, wir denken scharf darüber nach, ob wir überhaupt Geld autorisieren wollen, um dann eben auch Donald Trump die Möglichkeit zu geben, das Ganze natürlich auch abzuwickeln. Insofern, da wird noch viel Zeit vergehen und nochmal, dazwischen steht auch immer noch mal eine US-Präsidentschaftswahl, die auch erst noch vonstatten gehen muss. Schaut mal auf die, Herr van der Laar, auf die globalstrategische Situation, dann war es ja immer so, Deutschland quasi ein Brückenkopf der NATO auch gegen Russland, gegen die Russen, gegen den Osten. Was hat sich daran geändert? Ich glaube, dass ja natürlich in den letzten Jahren dieser Brückenkopf erstmal darauf ausgelegt war, die strategische notwendige Präsenz natürlich auch im Mittleren und im Nahen Osten, natürlich auch in Afrika gewährleisten zu können. Dafür wird massiv investiert und natürlich diese Truppen hier auch ausgebaut und auch stationiert. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, strategisch gesehen, gerade auch mit Blick auf Russland, wird das natürlich nicht nur uns in Deutschland und in Europa destabilisieren, aber natürlich auch die Frage nach Amerika und auch dort den Beziehungen zu Russland in Frage stellen. Insofern, es ist nicht nur die haushaltspolitische Debatte in den USA, ob man sich das überhaupt leisten kann, den Truppenabzug auch abzuwickeln. Es ist nicht nur die wirtschaftliche Komponente hier in Deutschland, was das natürlich auch für die lokale Wirtschaft für Auswirkungen hat, sondern die Geostrategie dahinter ist natürlich ganz maßgeblich, nicht nur für uns, sondern eben auch für USA präsent bei dieser Entscheidungsfindung. Viele Kritiken, die auch in die Richtung gehen, klar, das spielt letztendlich Wladimir Putin in die Hände. Würden Sie das so auch sehen? Würden Sie das bejahen? Ich würde das so absolut unterstreichen. Donald Trump und Wladimir Putin haben diese Woche noch telefoniert. Wir wissen nicht genau, worum es in diesem Gespräch ging. Aber man muss natürlich sagen, ein Truppenabzug der Amerikaner aus Deutschland, der so natürlich seit Beginn der NATO stattgefunden hat, seit Ende des Zweiten Weltkriegs stattgefunden hat, dieser Präsenzrückbau wird natürlich Putin in die Hände spielen und natürlich auch seine Handlungsmöglichkeiten stark ausbauen. Julius van der Laar, recht vielen Dank für das Gespräch.